Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir befinden uns immer noch in Kowel in der Ukraine. Und wir schauen mal nach, welchen Auftrag wir denn als nächstes annehmen können. Und die Reise von hier aus geht. Aufträge Kowel. Und wie wir sehen können, also gut, wir könnten prinzipiell auch den Auftrag nehmen, aber allerdings 13 Stunden ist heftig. Nach Serbien könnten wir prinzipiell auch, ist aber auch zu krass, kriegen wir nicht zeitlich hin. Karlskrona, nach Karlskrona kommen wir ja wirklich zur Fähre von über Danzig nach Dina. Ja, da kommen wir zur Grenze nach. Zur Fähre kommen wir zeitlich. Das passt, das wissen wir schon aus der vorherigen Folge. Das heißt, dass wir von Kowel 11 Tonnen Postpakete nach Karlskrona liefern für 19.708. Es ist eine wichtige Lieferung. Das sollten wir allerdings alles schaffen. Es ist eine genaue Fahrzeit von 21 Stunden. Das kriegen wir, das passt zeitlich super. Wir nehmen den Auftrag an, fahren dann so gesehen denselben Weg, den wir in der letzten Folge gefahren sind, zurück. Biege nach rechts ab. Passiert. El Blue ist jetzt auch mittlerweile wieder voll. Wie gesagt, wäre auch nice, wenn man das unabhängig tanken müsste. Wir sind noch bei 3% nur. Dann wollen wir mal die Ladestelle, die kennen wir glaube ich auch schon. Oder nee, wir fahren zu anderen. Wir fahren zu dem daneben. Wir kommen auch irgendwann nochmal wieder hier Richtung Ukraine, von daher können wir auch dann die anderen Strecken noch erkunden. Wir sind ja erst relativ früh hier im Projekt drin, von daher gar kein Problem. Aufträge in dieser Richtung werden auch noch wieder kommen. Wir sind fertig. Und auch von dieser Richtung dementsprechend dann. Aber wir nehmen den Auftrag an und fahren einfach los Richtung Postnord Logistics von Karlskrona. Das kostet nochmal 1000 mit der Fähre, bekommen knapp unter 20.000 für den Auftrag. Dann sind wir, wenn nichts schief läuft, wir brechen noch eines, was schief läuft, dann sind wir bei 183.000, 182.000. Haben wir zumindest schon mal das Geld drin für Biege nach links ab. Das potenziell benötigte Werkstatt-Upgrade. 180.000. Falls wir einen Trailer kaufen müssen, haben wir noch 2.000 gut. Haben aber auch immer noch 5 Folgen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mal so ungefähr mit einberechnen, dass wir auch Touren haben könnten, die uns so gesehen die Folge oder die den Trip in 2 Folgen teilt, sollten wir ungefähr zusätzlich noch 60.000 haben mindestens. Das heißt, wir hätten dann 60.000 nur noch für den Trailer. Selbst verdientes Geld, wo bemerkt. Wir könnten natürlich, wenn es hart auf hart kommt, immer noch Kredit aufnehmen bei der Bank. Bin mal gespannt, wie groß die Datei jetzt diesmal wird. Wieder die 40. Wird ja vergleichbar. Das sind
vergleichbar langes Video, nicht ganz, aber es wird auch schon etwas länger. Das letzte Video war, glaube ich, 1,5 Stunden lang, letzte Folge, Rohaufnahme oder 1,40 vielleicht sogar. Und war fast, war ich glaube 43,7 GB groß, also. Es ist gut, dass ich mehr Festplatte habe. Muss noch mal gucken, ob da noch ein paar andere Sachen dabei sind, die ich löschen kann oder nicht mehr gucken möchte. Wäre ja zumindest lobenswert, dann hätten wir zumindest mehr Platz und so. Also Fähre schaffen wir es auf jeden Fall, Karlskrona, wir fahren ja, wir sind ja jetzt sogar wirklich direkt bei Karlskrona. Wir fahren glaube ich auch nicht allzu weit. Gucken wir kurz nach, wie weit wir jetzt noch in Karlskrona fahren. Ne, wir fahren einfach nur über die Landstraße wieder hoch und dann fahren wir direkt in der Innenstadt und sind wir schon da. Das heißt, wir können dann auch direkt von PostNord Logistics die nächste Folge dann quasi starten, weil wir ja auch nicht mehr starten müssen, das machen wir schon direkt auf der Fähre. Sprich, den Auftrag, den wir dann am Ende der Folge spotten, so gesehen, als den Auftrag, der am besten ist, den werden wir dann sogar fahren. Ab zur Abwechslung. Je nachdem, ob es da halt welche gibt, die halt angenehmer sind. Ich. Einfach aus dem Grund, weil ich selber ja den. Das wollte ich gar nicht. Den Ansporn habe, keinen Kredit aufzunehmen. Möglichst kein Gerät aufzunehmen. Okay, jetzt haben wir noch zur Grenze übertragen. Das ist gut, dann kann ich mir noch was einschenken. Zu trinken. Einfach weil ich den Ansporn habe. Deswegen sage ich jetzt eigentlich gerade nochmal. Ja, einfach weil ich den Ansporn habe, das quasi mir selbst zu erfahren, ohne halt möglichst. Versuche ja möglichst wenig Kredite aufzunehmen. Von daher wären solche kleinen Aufträge ganz optimal. Die wir in einer Folge machen können. Ach ja, Dings bitte überprüft. Ich kann auch mal das andere Glas nehmen, das eine müsste ich ja schon etwas länger. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. War ja was. Aber das ist schon nice mit den ganzen Grenzkontrollen und so. Das ist schon ein gutes Ding, was reingebracht wurde. Und Zoll und so. Dass wir in letzter Zeit häufiger Dings fahren. Postpaket ist ja auch interessant. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Soll ja glaube ich auch nochmal jemand DLC kommen, was noch weiter in Osteuropa reingeht. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann auch die Ukraine mit dabei ist und sonstiges. Vielleicht sogar auch Russland bis zum Uralgebirge. Könnt ihr mir auch gut vorstellen. Achtung, achten Sie.
Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. What? Was war das denn jetzt? Das war ja absolut random. Hä? Ein stehender LKW war einfach so ein Flip und slammt einfach voll in den rein. Komplett ohne Grund. Das war echt komplett ohne Grund. Ja moin. Haben Zeit und Geld gekostet. Was auch immer jetzt wieder passiert ist. Wie gut, dass es nur ein Game ist und das in Realität nicht so passiert. Das wäre schon sehr unangenehm. Also wäre es hier gleich wieder bei Shellen. Schon dabei. Also wenn wir unseren Truck nicht aufwerten beim Start der Eventwoche, dann danach haben wir das Geld ja auf jeden Fall. Na, ob wir die Ampel noch bekommen? Ja. Nein. Immer geradeaus. Boah, der Unfall, heftig. Das ist aber komplett aus dem Nichts. Wir sind ja schon mal dort gewesen und da gab es ja jetzt keine Probleme. Jetzt sehr unerwartet. Dann drücken keine Trucks hin. Bitte links halten. Links halten. Aber natürlich doch. Kommt da wer? Nee. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bisschen holter die Polter, aber gut. Passiert. Dann geben wir mal wieder Gas. Machen wir ein bisschen Fernlicht an, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und fahren dann weiter durch Polen, durch Polen durch. Wieder durch Lublin durch Warschau durch. Im Grunde genommen dieselben Strecke, die wir in der letzten Folge auch gefahren sind. War schade für die Abwechslung und so weiter, aber muss ja auch mal sein, ne? Wenn das der beste Auftrag ist. Wir lassen ja quasi das RNG des Games entscheiden, wo wir hinfahren. Von daher kommt das halt dann vor. Von daher kann es ja vorkommen. Und das ist auch alles in Ordnung. Damit bin ich auch fein. Wir fahren halt schließlich möglichst wirtschaftlich
können wirtschaftlich fahren, deswegen fahren wir es auch. Wir dürfen 80 fahren. Vielleicht nicht mehr, aber... Okay. Ich dachte, das wäre zweispurig, aber da lag ich wohl falsch. Einspurig, aber da lag ich wohl falsch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schon dabei. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das lasse ich die Schwerkraft schon machen und runterbremsen. Dann fahren wir jetzt, sind wir schon bei Lublin, okay. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Du vergehst natürlich alles wieder viel schneller als auf dem Hinweg. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber natürlich doch. Wir unter der Überführung für die Züge durch. Bzw. unter der Zugbrücke durch. Immer geradeaus. Wird ja auch rum auf Rot springen die Ampel oder nicht? Er will auf jeden Fall abbiegen, glaube ich. Okay, da ist einfach vor ihm jemand, der abbiegt. Immer geradeaus. Zwei sogar, er selbst biegt nicht ab. Oh, knapp. Ich habe eigentlich schon die Strafe gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch mit dem blauen Auge davon kommen, mehr oder weniger. Ah, wir haben Glück gehabt. Glück wäre 60. Dann beschleunigen wir auch auf 60. Immer geradeaus. Irgendwo sogar 80, der biegt rechts ab. Dann beschleunigen wir mal. Wir müssen schließlich noch eine Fähre erreichen, bevor wir müde werden. Das Gute ist, wir haben jetzt 9 Tonnen weniger Gewicht, was wir ziehen. Von daher sollten etwas mehr aus dem Quark kommen, trotz unseres immer geradeaus ungetunten Volvos. Noch halten wir erstmal das. Okay, jetzt wird es wieder enger. Die Frage ist, bremst die KI oder müssen wir bremsen? Ihr wird langsamer, aber wir müssen bremsen. Ich blinken können, aber gar keine Hand frei. Eine freie Hand zum Blinken, die war dann doch über die Stuhllehne gelehnt. Ich habe das Gefühl, wir fahren auch wieder wirklich dem Sonnenaufgang davon. Wir fahren halt auch wieder gen Westen. Ja, wir fahren noch mit der Dunkelheit mit. Dann gurken wir mal weiter mit 70 km pro Stunde über die polnischen Landstraßen. Ob wir jemals da nochmal pennen werden.
Kann natürlich gut sein, dass wir da doch immer hin müssen. Je nachdem, wie die weitere Streckenführung dann so sein wird. Hoffentlich ist kein Cop hinter uns. Ja, wir nehmen gerade gut an Fahrt auf. Gehen leicht bergab. Jetzt geht es dann wieder bergauf. Wenn die Folgen, wenn die Videos weiterhin so groß werden, dann muss ich echt nochmal Platz machen auf Festplatte. Aber ich glaube, den Platz, den ich noch machen könnte, wäre halt noch 100 GB oder 150 GB. Also insgesamt nochmal 300 vielleicht. Roundabout. Wir holen gerade echt noch gut auf den kleinen Truck da vor uns. Dass die KI auch mal langsamer sein fahren muss als das Tempolimit. Das ist halt auch wieder auch hier belastend und nervig. Hier ein größerer Schlafplatz. Weiter Richtung Warschau auf den Landstraßen. Landstraßen, die kosten halt auch wieder ein bisschen Zeit. Mehr oder weniger, weil wir halt keine Möglichkeit haben zu überholen. Wenn man langsame KI vor uns fährt. Ich glaube, da kommt jetzt gleich hinten auch ein Autobahnkreuz. Das heißt, wir werden auch wieder gleich auf Autobahn fahren. Ja, schon auf bald sogar bei Warschau sein, kann das sein? Ach, Tatsache, was ist denn schon jetzt bei Warschau? Allzu weit haben wir es dann auch nicht mehr zur Fähre, dementsprechend auch nicht mehr allzu weit bis nach Karlskrona. Demnächst links abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon dabei. Da wollen wir uns natürlich auch rechts einordnen. Und nicht links, wir sind ja kein Auto, bleiben wir auch auf rechten Spuren fahren hinter dem Kaltenbrunner Bus hinterher. Hier die Sonne auf. In Polen und in Warschau, wo wir uns gerade befinden. Den Blitzer nehmen wir nicht mit. Weiter Richtung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Poznan. Auf weiterem Wege Richtung Danzig so gesehen. Da wurde jemand auch wieder angehalten. Das ist auch nice. Der Blick. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Über die Waterfront. Biege nach rechts ab. Wir fahren ja auch mehr oder weniger durch.
Warschau fahren wir auch durch. Sogar durchgehen wir in 70, wenn ich mich nicht täusche, oder? Naja, jetzt kommen wir in die 50. Da war ja was. Trotzdem hier bleiben. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rollen ja bergab. Dann geht es hier wieder weiter mit 70 km pro Stunde. Beschleunigen wir mal, überholen den Kollegen. Wir müssen uns eh links halten. Vorhin schließe ich nicht ins Zentrum von Warschau. Zumindest jetzt nicht dieses Mal. Noch wollen wir schön weiterfahren. Geradeaus. Richtung Danzig. Mal geradeaus, genau. Noch ist die Hafenstadt, noch ist unsere Fähre nicht ausgeschildert, aber 673 Kilometer, ich glaube, wie viele Kilometer Seeweg waren es nochmal? 300, ne? Irgendwas mit 300, glaube ich. Also haben wir noch ungefähr 350 Kilometer bis zur Fähre. Also ausgehend davon halt. Müssen wir wahrscheinlich gleich auch wieder bremsen, runterbremsen auf 70, aber wir fahren erstmal die 80 Kilometer pro Stunde aus. Weiter durch Polen fahren. Moment, müsste nicht auch bald eine Mautschelle kommen, die erste von zweien? Kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Zugegebenermaßen. Ja, ich freue mich echt auf die 1,40. Allein was das Wetter betrifft schon. Ich bin mal gespannt, ob die nächsten Folgen, wenn ich sie noch wirklich so weit im Voraus aufnehme, ob die dann noch vor der 1,40 ob die noch während der 1,40 noch rauskommen oder nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, doch schon, ja. Das sind ja doch einige Wochen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich gerade im Voraus aufnehme. Dann geht es jetzt hier runter. Biege nach links ab. Doch gar kein Problem. Schon besser kommen. Ne, wir kommen glaube ich erst nochmal an über einen Bahnübergang und danach kommen erst die Mautstellen. Vor Danzig, glaube ich, ne? Waren das mit den Mautstellen? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas mit dem Dreh. Schön mit dem Sonnenaufgang. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Ob es halt auch Starkregen gibt. Mit der 1,40, mit dem neuen
Ja, wobei es halt ja eigentlich eher nur ein Lichtsystem ist, ne? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Muss mir vielleicht auch nochmal genauer angucken, was da geplant ist. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Kommt niemand. Nimm diese Ausfahrt. Kann natürlich auch drin beinhaltet sein, dass er das Wetter auch nochmal ein Update bekommt, aber wir werden sehen. Allein Gewitter könnte halt schon mit dem neuen Lichtsystem auch wieder ein komplett anderes Feeling geben. Aber es hat nur so kleine Feinheiten, ne? Also wird schon gut werden, da steht schon mal fest. Egal wann es kommt, es wird gut. Haben wir auch wieder den nächsten. Wieder an Tanken hier vorbei, die wir nicht nutzen werden. So, da aus. Prinzipiell sind wir ungefähr 3 Stunden 40 entfernt von der Fähre. Genaueres, wobei wir gucken, überprüfen das nochmal. 3,43 können wir noch. Drei Stunden Fahrzeit ungefähr bis zum nächsten Wegpunkt und los. 224 Kilometer. 3,37, das wird ein enges Ding wieder, aber das wussten wir schon vorher. Zeit zu gehen. Das wussten wir schon vorher. Eine verdammt enge Kiste wird und das mit den Mautschellen, das wird uns auch nochmal ordentlich Zeit kosten. Toll mit den Kirchtürmen. Mit dem Kirchturm, mit dem Stilo jetzt hier rechts. Schon ein nices Feeling, auch wenn man da nicht durchfährt, sondern dran vorbeifährt, aber allein diese Vielfalt macht es halt auch wieder aus, dass man halt wirklich immer wieder neue Sachen entdeckt, auch an denen man nur vorbeifährt. Die einzelnen Dörfer, dann auch der KI-Betrieb in den Dörfern, da mit dem Bus beispielsweise. Güterzug. Schnell elektrische Cargo Train. Haben wir auch schon wieder mal einen Zug erlebt. Ist auch wieder schön. Das ist aber so, wie gesagt, das sind die kleinen Dinge, die halt die Fahrt halt wiederum immer wieder aufs Neue anders werden lassen. Wir sind ja in dieselbe Strecke gefahren in der letzten Folge, aber haben dann natürlich auch andere Sachen erlebt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das ist halt das Tolle, dass man mehrfach dieselbe Strecke fahren kann, aber halt unterschiedliche Ergebnisse hat. Könnte halt immer noch eine Sperrung geben oder so, sonstiges.
Also was die Varietät betrifft, da ist der Software in den letzten Jahren echt gut nachgelegt. Es sind halt, wie gesagt, die Kleinigkeiten, diese Zufallsevents, die sorgen halt schon für unfassbar gute Abwechslung beim Fahren. Dann noch mit den zufälligen Umleitungen und zufälligen Sperrungen sorgen dann nochmal zusätzlich für nicht nur, dass man plötzlich vielleicht doch Zeitprobleme hat, sondern halt auch dazu, dass es halt wieder Abwechslung drin bringt, reinbringt. Dass man nicht einfach stumpf fährt und ab und zu mal ein Event hat, sondern dass man auch ab und zu mal wirklich komplett andere Strecken fährt als ursprünglich geplant. Biege nach rechts ab. Das ist halt echt super. Zur nächsten Maut. Ah, wir haben zeitliche Probleme. Wir müssen eine freie Maut Dings nehmen. Ich war ja schon nichts Besonderes, ne? Nö. Ich hab mich auch gewundert gehabt, aber manchmal steht es auch auf solchen Trailern, was die zugelassene Grußgeschwindigkeit ist. Schaue ich noch mal kurz nach. Wieder ein schönes Elefantenrennen. Ist hier vorne wieder langsamer oder? Ne, okay, 80. Ich bleib bei 80. Wunderbar, weiter geradeaus. Wie 158 Kilometer noch, ungefähr 150. Grob 150 Kilometer, wahrscheinlich weniger, 100 Kilometer noch bis zur Fähre. Kommt hin. 100 Kilometer kommt ganz gut hin. Wie gesagt, wir fahren einfach drauf, egal ob wenn uns die Augen müde fallen, wenn uns die Augen zufallen, wir fahren trotzdem mal drauf. Wir fahren einfach schnurstracks zur Fähre, egal ob wir Strafe zahlen müssen oder nicht. Auf die paar Groschen mehr oder weniger kommt es noch wenig an.
Vorbeifahrten ist halt auch nice, ne? Also, ist halt auch ein super Ding. Ah, Euro Truck Simulator 2 und ATS sind halt echt schon geile Games. Kann man nicht anders sagen. War gerade die Zahl da anders? Die Temperaturzahlen? Kann das sein? Ich glaube schon. Sah zumindest so aus. Schauen wir mal, ob da jetzt irgendwelche besonders frei sind von den Maut Häuschen. Ich hab mal was bezeichnet. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, aus dem LKW fahren. $70 zahlen wir hier. Euro. Gerade eben kurz ATS gesagt und schon mal die wieder bei Dollar läuft. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann geben wir mal wieder Gas. Ich bin echt gespannt, wie der getunte Truck aussehen wird. Ich bin echt sehr gespannt, wenn wir dann mal endlich soweit sind. Der fährt, glaube ich, einen kleinen Ticken schneller oder genauso schnell wie wir. Eins von beiden. Einen kleinen Ticken schneller, würde ich sagen. Schneller fahren. Versuchen mal wieder bergauf zu beschleunigen, wie immer. Ich sehe den schon abbremsen, weil er hier rechts raus will. Immer geradeaus. Das war knapp. Ob das gleich irgendwas öffnet, weil ich irgendwie auf eine Taste komme, wo ich keine Ahnung habe, was die macht. Werde ich den ja gleich sehen, wenn sich irgendwie was öffnet. Bis dato nicht, wir merken gerade nur die Auswirkungen von Danzig bereits jetzt schon. Na gut, wir sind ja auch schon dort. Sehr spät geladen, die Lärmschutz, der Lärmschutzwall. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schon mit der Pipeline. Kreisverkehr. Mal die Außenspur. Was ist denn schon bei Danzig vorbei? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Läuft. Wir sind ja schon bei der Fähre. Krass. Ich dachte, wir. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Hätten noch ein bisschen. Zur Hafenstadt. Nimm diese Ausfahrt.
Aber scheinbar nicht. Dann ist der Auftrag ja auch so gut wie ausgeliefert. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Fahren wir auch das allererste Mal auf die Fähre. Biege nach rechts hier in Polen. Ab. Sonst sind wir ja hier immer nur angekommen. Tatsächlich jetzt hier. Ich bin verwirrt. Biege nach rechts ab. Ne, wir müssen hier rechts rum, weil das hier ist ja das Terminal und wir haben ja keinen Auftrag. Keine Fachpapiere, weswegen wir dorthin sollen. Route neu berechnen. Auf. Nach Karlskrona. Und dann waren es nur noch 60 Kilometer. 16 Kilometer, die wir jetzt hier in Schweden fahren. Biege nach rechts ab. Und wir sehen, wir sind wieder voll bei der Sache. Wir fahren jetzt aber auch nur 22 Minuten, was halt echt super ist. Dadurch können wir halt wirklich direkt dann weitermachen. Ohne uns jetzt hier noch aufs Ohr zu hauen. Na, wie gesagt, der Auftrag, den wir als nächstes annehmen, der ist, den wir als nächstes sehen, nachdem wir die 11 Tonnen Postpakete abgeliefert haben. Der Auftrag, der wird uns dann auch von Karlskrona wieder weg entfernen, den ich dann in Ausblick für die nächste Folge nehme, für das nächste Video. Mal sehr gespannt, welcher das ist. Ob es jetzt weiter hoch nach Schweden geht oder ob es wieder gen Süden geht oder gen Westen oder gen Osten. Nach Finnland vielleicht auch, wer weiß das schon. Wir werden in ungefähr 3 Minuten mehr wissen. Lassen wir erstmal ausrollen, das sollte glaube ich passen. Man hat das schon so gut gebremst, der Bus. Dann sind wir auch glaube ich jetzt in der 50er Zone, genau. Gut abgeschätzt. Und da liefern wir jetzt beim PostNord Logistics ab. Geradeaus. Ein Touristbusunternehmen von was? Von Schweden? Sah aber eher wie polnisch aus. Wenn ihr mich fragen würdet, aber gut. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links ab. Biege nach rechts ab. Dann sollen wir auch direkt hinten auf den Hof. Hier vorne sind nur die Ladestelle. Das werden wir dann einfach erledigt haben. Und dann wollen wir mal kassieren. Und dann schauen wir gleich direkt danach nach, wohin die Reise von Karlskrona uns als nächstes hin verschlagen könnte.
ausgezeichnete Postpakete von Kurwell nach Karlskrona geliefert. Gefahrene Strecke 662 Kilometer, Dauer 21 Stunden 20 Minuten. Wir haben 267 Liter verbraucht, 19.708 Euro bekommen wir dafür und 974 Erfahrungspunkte. Wir sind ein Level weiter nach oben geschickt und sind jetzt Level 12 und gingen jetzt auf sparsame Fahrweise bis zu 15% Kraftstoffersparnis bei Fahrten mit und auch ohne Auflieger. Dann schauen wir direkt nach, was der Auftragslage hier in Karlskrona so sagt. Wenn es als nächstes gehen könnte. Es sieht gerade stark nach Damm aus, aber wir warten mal, bis es weiter geladen hat. Ja, das kriegen wir hin. Dann wird es nach Dammen gehen, nicht nach Soltau, sondern wir werden dann in der nächsten Folge eine 6 Tonnen schwere Yacht zum Marienhafen, beziehungsweise ja zur Marina von Drammen fahren. 22.943 Euro bekommen wir dafür. Das machen wir dann in der nächsten Folge, fahren wir das dann. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder.